Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute steht was ganz Besonderes an, und zwar fahre ich gleich ungefähr 200 Kilometer und werde unsere Kollegin aus der Tierakademie, oder wie man es auch nennen soll, die Ina Allert, besuchen, und wir werden uns ihren Kraftort ansehen. Da war ich schon mal und das ist einfach wunderschön. Das ist in einem Tal und da gibt es natürlich dann auch einen Wald und da steht ihr Pony. Und da haben wir auch schon Kurse mal gemacht und da gibt es einen Bauwagen. Also es wird ein toller Tag in der Natur. Sie wird mir ein bisschen was zeigen, weil sie sehr naturverbunden ist und schamanisch unterwegs ist. Wird sie mir einfach ein paar Dinge zeigen, die sie so macht, jetzt gerade in der Natur im Herbst. Und natürlich habe ich auch was mitgebracht für Ina, weil man kann ja nicht einfach so mit leeren Händen kommen. Und zwar habe ich noch einen Kuchen gemacht. Das erste Mal einen Feigenkuchen. Ich bin gespannt, ob der schmeckt. Eigentlich wollte ich einen Apfelkuchen machen. Wieder Rohkostkuchen, vegan natürlich. Und ja, aber irgendwie hatte ich spontan die Idee, das doch einfach mal mit Feigen zu machen. Passt ja gerade zur Jahreszeit, genau. So, wir werden jetzt mal starten. Ich werde jetzt losfahren gleich und dann sehen wir uns wieder, wenn ich bei Ina bin. Ja, ich bin angekommen und wir sind jetzt in Alken oder in der Nähe von Alken und das ist bei Koblenz, ne? Genau, ja, hallo, schön, dass ihr hier mit uns dabei seid. Wir sind hier im Ehrenburger Tal. Das ist ja, ein wunderschönes Tal, ein Seitental der Mosel und unterhalb der Ehrenburg. Und ja, da steht mein Pony seit, wie lange steht sie denn hier? Gute Frage. Seit ein paar Jahren steht die hier und die hat mich eigentlich hier hingebracht in diese wunderschöne Natur, die wir euch auch noch zeigen gleich. Genau, auch sehr touristisch hier, wie ich schon gesehen habe, direkt an der Mosel. Und ja, wir verbringen heute einen Tag in der Natur. Und Ina ist ja eben bei uns auch in der Tierakademie Expertin für Tierkommunikation, für Berufung leben mit Tieren und aber auch für schamanische Elemente, sag ich jetzt mal so. Und machst ja auch in deinem Business so generell ja, im Einklang mit den Jahreskreisfesten leben und Business führen. Da haben wir auch in unserem Buch, wir haben ja mal eins gemeinsam geschrieben fürs Tierbusiness, genau, wie man da Erfolg haben kann. Und da haben wir auch so ein bisschen Elemente reingebracht. Wie kannst du im Einklang mit der Natur und mit den Elementen Erfolg auch aufbauen? Und du wirst uns heute ein bisschen was zeigen. Jetzt ist ja gerade Herbst, der begonnen hat. Ist leider noch gar nicht so bunt. Also ich sehe gerade hier in die Bäume im Hintergrund, die fangen ein bisschen an, bunt zu werden, aber es ist noch nicht so richtig, richtig bunt. Aber trotzdem, man merkt, der Herbst kommt immer mehr. Was ist in der Jahreszeit Herbst wichtig für uns? Oder was kann man machen, was kann man für sich einladen, so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Also ich ja, habe so ein paar Dinge, die ich immer wieder oder die mir immer wieder bewusst werden, so im Herbst. Zum einen ist es wirklich so diese Fülle, ja, diese bunte Farbenpracht überall, und die Äpfel sind hier reif, die Hagebutten, die Schlehen, also alles, was auch wirklich farbig ist, das ist einfach nochmal schön, dass man das einfach nochmal genießt. Ja, auch heute scheint zum Beispiel die Sonne, so für Anfang Oktober ist das auch nicht selbstverständlich, dass wir 25 Grad haben. Und einfach sich nochmal wirklich auftanken mit dieser Fülle der Natur, mit der Fülle des Lebens. Und da auch mal schauen, ja, was erfüllt dich denn? Wo lebst du schon in der Fülle? Und es geht da gar nicht so um das Materielle und so. Das ist natürlich auch ja, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit noch wichtig, spielt noch eine Rolle. Aber was, ja, es gibt ja noch viel mehr. Freiheit, Leichtigkeit, Freundschaft, dein Tier natürlich, einfach zu sein. Das sind alles so Themen, die kann man sich mal anschauen. Und für mich geht es auch dann weiter noch ein Stück so in die, ja, Erdung, Verwurzelung, auch so diese Rückbesinnung, weil mit dem Herbst kommt ja auch die Vergänglichkeit, ja, alles stirbt ab. Zumindest oberflächlich sieht es so aus, als wäre irgendwann alles tot. Aber das ist ja auch nur ein Trugschluss, weil in der Erde, in der Dunkelheit, da wird ja schon wieder Neues geboren. Da wird der Samen, ja, gesät, der sammelt sich und schlägt dann nächstes Jahr wieder aus. Und das ist einfach so schön, wenn man sich das bewusst macht, dass eben die Dunkelheit überhaupt nichts Böses ist, sondern im Gegenteil, dass alles so aus der Dunkelheit kommt. Ja, auch wir im Bauch der Mutter, 9 Monate bestenfalls, ist ja auch alles dunkel. Und dann kommen wir hier ins, ja, ins Licht, ins Leben, und sich das einfach nochmal bewusst zu machen, dass alles so einander bedingt. Das sind so ein, ja,
zwei Themen für den Herbst, wo du vielleicht einfach mal für dich reinspüren kannst. Cool, genau, da zeigst du uns gleich noch was zu. Für den Übergang der Jahreszeiten, Übergang in eine neue Phase, in das mehr in die Ruhe kommen, würde ich sagen, von der Aktivität in die Ruhe, in das Empfangen, in das Ernten, zeigt uns jetzt die Ina. Ja, ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar ist das eine ganz schöne Sache, wenn du etwas bewusst ja, abschließt, so wie zum Beispiel den Sommerball für dieses Jahr, dass du einfach nochmal dich auftankst mit, ja, mit der Fülle, mit der Sonne. Du kannst auch gerne mal die Augen schließen, das ist immer ganz schön. Und lässt das nochmal alles so Revue passieren. Und ich bin jetzt hier in der Sonne und werde jetzt gleich bewusst, auch so mit meiner Absicht, die Elli macht das schon mal vor, einfach in den Schatten gehen. Und es geht jetzt nicht darum, Sonne und Schatten, du kannst doch einfach eine Wiese und einen Weg nehmen, einen Schotterweg oder zu Hause deine Tür, dass du einfach durch die Tür gehst. Es geht darum, bewusst über eine Schwelle zu treten und quasi mit der Intention, ich lasse jetzt das Alte hinter mir und gehe bewusst eben in das Neue. Und auch dazu nochmal die Augen schließen, dich sammeln und dann einmal in den Schatten oder eben über die Schwelle. Und wenn du dann hier angekommen bist, dann spür einfach mal rein, was hat sich jetzt so verändert und ja, wie nimmst du jetzt einfach die Energie wahr und lass dich auch einfach mal ein, wieder nach innen zu schauen. Auch hier kannst du jetzt nochmal die Augen schließen. Ich mache das jetzt nicht alles, es dauert einfach zu lange. Und spür mal, was steht jetzt an im Herbst bei der Innenschau? Wo darfst du nochmal bei dir hingucken? Vielleicht Ängste oder Angewohnheiten oder Emotionen oder auch Situationen, die du loslassen willst, Menschen, die du vielleicht friedlich verabschieden möchtest aus deinem Leben oder andere Veränderungen. Und dann ja, kannst du jetzt gestärkt eben damit starten. Super. Genau, das ist einfach immer so dieser innere Prozess, so dieses innere. Es ist ein Symbol dafür. Natürlich kannst du auch etwas loslassen, wenn du nicht bewusst in den Schatten gehst. Aber einfach so, dass man sich und seinem Gehirn oder seinem Unterbewusstsein das auch nochmal sagt, so ich gehe jetzt diesen Schritt. Genau. Ja, Elli hat schon hier voll mitgemacht. Sehr schön. Ja, dann bin ich gespannt, was wir heute noch erleben. Wir gehen ja auch noch mit Luni, deinem Pferd, deinem Pony, ein bisschen spazieren. Ja. Und ja, nehmt euch einfach mit. Wir haben dann also noch ein bisschen die Natur genossen und ich kann nur sagen, es lohnt sich immer wieder einfach mal eine kleine Auszeit zu nehmen, zu genießen, die Natur voll in sich aufzunehmen und dann gestärkt wieder in den Alltag zurückzugehen. Ja, magst du mal anbrennen? Aus deiner Sicht Schamanismus beschreiben, was ist das, was ist es für dich, für alle, die vielleicht noch nie was davon gehört haben? Ja, für mich ist es zum einen so dieses, oder der Versuch, im Einklang mit allem zu leben, dass ich einfach wieder versuche, so Teil des Ganzen zu sein und nicht irgendwo außerhalb zu stehen, sondern wirklich ja, mit der Natur, so im Rhythmus der Jahreszeit, das hat ja auch alles so seine eigene Zeitqualität, und einfach da wieder so ja, drin zu leben und das so zu spüren, dass man ja, mit allem verbunden ist. Kurze Unterbrechung, denn das Stichwort ist Schamanismus und natürlich auch die Jahreszeiten. Wenn dich das interessiert, jetzt steht ja bald oder stehen bald die Rauhnächte an, rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Und in den Rauhnächten kann man ja einfach mal ein Stück weit seine Träume aufschreiben und empfangen, was sind denn die Visionen und Wünsche für das nächste Jahr. Und genau das macht die Ina bei uns in der Tierakademie. Also sie begleitet da jedes Jahr eine Gruppe
durch die Rauhnächte, beziehungsweise du bekommst Materialien, mit denen du da durch die Rauhnächte mit deinem Tier kommen kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dir noch mehr Infos geliefert, wie du dann dabei sein kannst. Und es gibt auch für kurze Zeit noch den Frühbucherpreis und auch noch die Möglichkeit, den Räucherkurs von der Ina, wo sie einem zeigt, wie man Orte und Tiere und Menschen energetisch reinigt, gibt es im Bundle nochmal günstiger. So, jetzt aber zurück ins Video. Und dann ist es natürlich auch so dieses andere Bewusstsein, also dass es eben nicht nur Leben und Tod gibt, sondern auch verschiedene Ebenen, auf die man reisen oder zu, ja, auf die man reisen kann, wo man Dinge einfach verändern kann. Und ja, es gibt so viele Helfer an unserer Seite, die einfach mit uns sein wollen, die mit uns arbeiten wollen, die uns unterstützen wollen. Krafttiere, aber auch ja, Engel, wer daran glaubt. Und Naturwesen, auch hier die Bäume, die haben ja auch alle ihre eigene Seele, ihre eigene Essenz. Und ja, ich versuche einfach immer mehr so in dieses, ja, in diesen Kreislauf mit reinzukommen. Das ist so für mich das Wichtigste am Schamanismus. Genau, also es kommt ja ursprünglich eben von ja, Völkern auf der ganzen Welt, wo das jeweils unterschiedlich auch praktiziert ist, aber eben Dinge, die auch gemeinsam sind. Viele Rituale, die man macht, viele Dinge, die man machen kann, aber auch da wieder eben, es ist ja eigentlich eher wie so ein Symbol, oder? Dass man sagt, so, ich öffne mich jetzt ganz bewusst, so wie die Dinge, die du uns heute auch gezeigt hast, ich öffne mich jetzt ganz bewusst für was auch immer, meine Wahrnehmung oder für innere Kraft oder was auch immer man einladen möchte. Ja. Mhm. Es ist halt auch so, mit einem ganz anderen Blick oder Bewusstsein durch die Natur zu gehen. Das sagen zum Beispiel auch welche aus meiner Ausbildung. Da gibt es auch ein schamanisches Modul und dann kommt so zurück, oh, ich habe jetzt einen Stein gefunden, der ist eigentlich so hässlich, aber der hat mich so angesprochen, ich musste den mitnehmen und ich habe eine Verbindung zu diesem Stein aufgebaut. Oder ich musste jetzt nochmal zurückgehen, da war dieser Baum und ich musste diesen Baum umarmen und einfach so wieder zu spüren, dass es eben ja alles beseelt ist. Das ist ja auch das Schamanismus, also das schamanische Weltbild so, dass wirklich alles beseelt ist. Der Stein, die Pflanze, das Tier und nicht nur wir Menschen. Das ist immer schön, wenn man da einfach wieder ja, so diesen Blick dafür bekommt. Ja, diese Verbundenheit und dass man dann vielleicht auch merkt, oh, ich bin da vielleicht einfach achtsamer mit meinem Umfeld, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Menschen. Und es kann halt auch helfen, so diese Urängste vorm Sterben, vorm Tod, ja, vor Krankheiten, das einfach loszulassen, sich das mal anzuschauen und auf andere Ebenen zu gehen, wo man das mit dem Alltagsbewusstsein trotzdem sich anschauen und erleben kann und so eben diese Urängste auch ein Stück weit loslassen. Ganz wird das wahrscheinlich nicht funktionieren in unserem Körper, aber dass man einfach ganz anders damit umgehen kann. Ja, ich nutze heute mal das Pendel, um zu gucken, ob Luni irgendwo Blockaden hat. Und das ist im Prinzip ganz einfach, wenn sie Ruhe hält. Also im Prinzip geht man einfach mit dem Pendel die Wirbelsäule lang, stellt eine Frage und schaut, was es macht. Dazu muss man natürlich wissen, ja, was ist so die eigene Pendelsprache, wann zeigt es Ja, wann zeigt es Nein an, wann zeigt es ausgeglichen an. So, und hier haben wir jetzt eine Blockade und die können wir jetzt energetisch mit dem Pendel auflösen. Und du siehst, das dreht jetzt auch auf einmal viel schneller. Das macht jetzt was, dem habe ich gerade einen Auftrag gegeben, was es eben tun soll. Ich bin inzwischen wieder gut zu Hause angekommen. Es ist auch schon der nächste Tag und es war einfach ein wundervoller Tag gemeinsam mit Ina, der mir sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wenn dich noch mehr interessiert über Ina und ihre Arbeit, ich hatte sie schon mal besucht bei sich zu Hause. Da haben wir ein Interview geführt, unter anderem auch, wie man als feinfühliger Mensch gut in dieser Welt klarkommt. Das verlinke ich dir mal noch, dann schau mal da einfach weiter. Und ja, sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Abonniere gerne den Kanal, um den nächsten Vlog nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.